Ja, hallo zusammen. Wir stehen hier auf dem Campingplatz von Motowun. Das ist kein reiner Campingplatz, sondern eher so eine Mischung aus Campingplatz und Stellplatz. Motowun ist ein Dorf, das oberhalb von uns liegt. Da geht man ungefähr 1,5 Kilometer zu Fuß hin. Wir stehen hier, man sieht es ganz gut, auf diesem Platz und reisen heute ab Richtung Rovigny. Ja, was gibt es zu berichten über diesen Stell-Campingplatz? Also es ist wirklich so eine Zwittergeschichte. Er hat hier einen schönen kleinen Pool mit viel warmem Wasser. Kein Wunder, es ist momentan auch sehr heiß hier in Istrien. Und wir hatten, wie gesagt, das Glück, diesen Platz hier zu ergattern. Im Hintergrund sieht man vielleicht, wir stehen da sehr günstig, weil wir direkt an einem Wasseranschluss stehen. Strom hat der Platz und hinter den Bäumen beginnen Campingplätze. Das ist hier so ein spezielles Areal eigentlich, kann man sagen, für die Campingwagen und so weiter. Der Ausblick ist wunderschön. Auf dieser Wiese unten rechts sieht man zwei Zelte. Es gibt auch noch einen Bereich, wo man entsprechend mit Zelten unterwegs sein darf. Der Sanitärblock. Es gibt jeweils eine Dusche für Männlein und Weiblein. Hier kann man auch sich sein Essen selbst kochen, da gibt es noch einen Herd dabei, einen Elektroherd, also Chemietoilette natürlich entsprechend und Ver- und Entsorgung, auch dafür ist gesorgt. Warmes Wasser gibt es auf dem Platz. Das ganze Ein- und Auschecken wird hier relativ unbürokratisch gehandelt. Füllt ein Formblatt aus, das es an einem kleinen Häuschen gibt, da sitzt niemand. Man rechnet dann aus, was man bezahlen muss, steckt das Geld dann in den Briefumschlag und das war's dann auch. Das Gelände hier wird betrieben von dem Hotel Castel, das oberhalb in Motovun liegt. Einmal am Tag kommt jemand vorbei und schaut hier nach dem Rechten und es wird sauber gemacht und so weiter. Ja, verhältnismäßig günstig ist dieser Platz hier im Vergleich zu dem, was sonst so an der Küste bezahlt wird. Da sind es ja durchschnittlich irgendwas zwischen 60 und 120 Euro, die man pro Nacht bezahlen muss. Deshalb wird der Platz hier auch gerne genutzt als Durchgangsplatz, wo die Leute eine Nacht bleiben und dann entsprechend weiterfahren. Er liegt eben im Landesinneren und die eigentlichen Attraktionen liegen überwiegend an der Küste, muss man sagen. Denn Motovun beweist das Gegenteil, nämlich dass es auch sehr schöne Städte im Inland gibt. Der Satempfang, der funktioniert hier bestens. Und wie gesagt, wir sind hier jetzt insgesamt 4 Tage geblieben, weil wir eben einen sehr schönen, für uns aus unserer Sicht schönen Stellplatz hatten. Direkt mit diesem Wasseranschluss da hinten, Strom ist grenzenlos gelaufen. Das ist für uns mit der Klimaanlage bei diesem extrem heißen Wetter bei 35 Grad eine wichtige Geschichte. Und wenn man hier durch die Bäume hinten schaut, da sieht man, dass da diese Parkplätze sind. Der Parkplatz ist in der Regel tagsüber recht voll. Denn Motovun ist wohl eines der schönsten oder sogar das schönste Örtchen im Inland von Istrien. Wir können jetzt nichts Besonderes zu der Lautstärke hier sagen auf diesem Campingplatz, weil wir die nachts die Klimaanlage laufen haben und von daher bekommen wir von einer Geräuschbelästigung in der Nacht so gut wie nichts mit. Was wir gelegentlich gelesen haben, ist, dass hier nachts Hunde bellen sollen und tagsüber hat man natürlich den Verkehr von dem Parkplatz her, wo die Leute
dann entsprechend parken, um den Ort zu besichtigen. Ansonsten aber, wie gesagt, können wir den Platz hier durchaus empfehlen.